Salzgurken nach böhmischer Art. Man benötigt dazu 2 Kilogramm Einlegegurken. Außerdem braucht man als Zutaten Knoblauch, Weinblätter, Dill, Kirschblätter und eventuell noch Johannisbeerblätter. Zur Vorbereitung der Lösung, der Salzlösung, benötigt man einen Topf mit 2 Liter Wasser und 70 Gramm abgewogenes Salz. Außerdem benötigt man für die Gurken selber zum Einlegen einen großen Steinguttopf, ein Tuch zum Abtrocknen, ein spitzes Messer zum Abschneiden der Spitzen, einen Teller und einen großen Stein zum Beschweren. Hier drinnen 2 Liter Wasser und gib dazu 70 Gramm Salz, das ich vorher abgewogen habe. Und das wird erhitzt und man lässt es nachher abkühlen, so auf Zimmertemperatur, bis nicht mehr als 40 Grad darf es haben. Das ist jetzt die Vorbereitung der Salzlösung. Die Gurken habe ich bereits gewaschen. Aber man muss sie nachher trotzdem abtrocknen, weil immer noch Sand dran sein kann. Das heißt, jede Gurke wird einzeln abgetrocknet. Leg sie hierher. Und wenn wir 10 Stück haben, kann ich den nächsten Vorgang dann zeigen. Muss mal wirklich schauen, ob nicht noch Erde drauf ist. Es sind Essiggurken, aber die dürfen durchaus auch ein bisschen größer sein. Die sind trotzdem auch geeignet. 3, 6, 8, 9, 10. So, im nächsten Schritt gehe ich her, schaue mir die Gurken an, schneide die Enden ab. Und schau, ob alles in Ordnung ist. Und ich kann sie dann hierher schon legen, wieder Enden abschneiden. Bevor man die Gurken in den Topf legt, müssen sie noch angestochen werden. Das ist dazu da, dass die Flüssigkeit besser in sie eindringen kann. Und die schlichte ich jetzt in den Topf ein. Es ist nicht ganz so voll, weil ich es ja noch transportieren muss. Und jetzt schütte ich drüber das Salzwasser, was abgekühlt ist. Das ist eine ziemlich konzentrierte Lösung. Die Gurken müssen noch gewürzt werden. Ich habe hier 3 Sauerkirschblätter, etwas Dill, ein Blatt von der schwarzen Johannisbeere und habe hier Knoblauch. Knoblauch habe ich absichtlich nicht geschält, weil auch in der Schale Gewürz drin ist. Das gebe ich jetzt alles zu der Lösung dazu. Was man noch geben könnte, wäre ein Stück Creme, das habe ich aber nicht dabei. So, und jetzt ist der nächste Schritt. Ich muss jetzt die Gurken beschweren, bevor ich sie bevor sie gären können. Das heißt, ich gebe hier drauf einen Teller. Ich nehme dazu in der Regel 1 bis 2 Glasteller oder andere kleine Teller
und beschwer das Ganze mit einem Stein. So, ich habe hier den Stein drauf gegeben, drunter ist ein Teller und er soll verhindern, dass Gurken seitlich hochschwimmen. Wenn sie hochschwimmen, können sie oben anfangen zu faulen. Das heißt, man muss immer schauen, dass die gesamten Gurken unter der Salzlake sind. Notfalls muss ich noch mit einem zweiten Stein beschweren. Jetzt kann ich diesen ganzen Topf mit Gurken und Salzlake in den Wintergarten stellen und kontrolliere vielleicht einmal oder zweimal dazwischen nach einigen Tagen, ob nicht doch eine Gurke seitlich schwimmt. Die muss man dann rausnehmen. Und nach etwa einer Woche kann ich das erste Mal prüfen, ob die Gurken fertig sind. Das heißt, man nimmt dann den Stein raus, nimmt eine Gurke und schneidet sie durch. Und wenn sie innen hell sind, ist die Gurke fertig und sie schmeckt dann wie richtige Salzgurken. Im Übrigen ist die Gärung hier eine Milchsäuregärung. Es wird kein Essig zugegeben. In der Gärungszeit müssen die Gurken warm stehen, so ungefähr 20 bis 30 Grad. Aber nicht zu warm, also nicht direkt in die Sonne stellen. Die Reifezeit ist bei kühlerem Wetter bis zu 14 Tagen. Wenn es wärmer ist, wie jetzt Hochsommer, dann sind sie früher fertig. So, es ist jetzt fast eine Woche vergangen. Es war warm und ich hatte außer im Steinguttopf auch noch in einem Glas einige Gurken angesetzt. Ich nehme jetzt hier noch das Schüsselchen raus und hole die erste Gurke und schaue, ob sie fertig sind. Sie sind eigentlich schön gelb und ich schneide sie durch. Ja, und man kann sehen, sie sind fertig. Man kann sich auch noch im Geschmack probieren. So, ich nehme jetzt die Gurken einzeln raus, fülle sie in ein anderes Glas. Ich nehme da zum Beispiel ein altes Glas mit Spreewaldgurken. Und jetzt gieße ich das Gurkenwasser ab hier in den Topf durch ein Sieb. Ich habe hier auch noch einige Gurken drinnen. Das Abgießen ist notwendig, um all das herauszuholen, eventuell auch ein bisschen von der Hefe, wenn sie zu stark geworden ist. Und man braucht ein Sieb aus Plastik bzw. Edelstahl, weil normale Siebe, Drahtgeflechte, rosten sehr dann. So, und jetzt mache ich im nächsten Schritt, ich habe das durchgesiebt, kann jetzt das Gurkenwasser darüber gießen. Möglichst sollte alles bedeckt sein. Dann schneidet man halt ein bisschen ab. Und ich gebe einen Deckel drauf. So hält die Gurke im Kühlen vielleicht 14 Tage. Wenn ich sie im Kühlschrank habe, halten sie länger. Will ich sie aber bis ins nächste Jahr aufheben, dann muss ich sie dann sterilisieren. Aber dafür habe ich kein Beispiel mehr. Das wäre also jetzt die Herstellung von Salzgurken auf böhmische Art. Und lassen Sie, wenn Sie es selber probieren, gut schmecken.